Also hallo und herzlich willkommen zurück zu Zockermanager 2016. Mal in den Spielplan gucken. Und da wollen wir mal gucken. Hier unten waren wir da inzwischen angelangt. Ich glaube, das sah in letzter Zeit nicht so gut aus. Wir sehen es ja hier, in den letzten 4 Spiele verloren. Was mich natürlich außerordentlich wurmt. Verdammt. Und darunter waren auch 2 Heimspiele. Und dann waren da auch Gegner dabei, wie Augsburg oder so. Die hätte man auch schlagen können. Aber da verlieren wir 3-0, das darf man gar nicht. Schalke ganz knapp auswärts verloren. Leverkusen, Rhein-Derby verloren. Hoffenheim, ganz knapp verloren. Und jetzt müssen wir wieder gegen Leverkusen spielen und jetzt auch wieder zu Hause. Also diesmal müssen wir das gewinnen. Also da bin ich... Sonst bin ich stinkesauer auf meine Mannschaft. Wollen wir mal gucken, was die Mannschaft so sagt. Nagasawa, Japaner. Sehr gut. Okay. Spielplan war am Montag. Transfers, genau, bei Transfers wollte ich eigentlich von der Wunschliste streichen. Nein, natürlich nicht. Aber den würde ich gerne voraussichtliche Bewertung im nächsten Jahr, voraussichtliche maximale Bewertung, Bewertungstendenz. Also den möchte ich schon gerne haben hier. Vor allen Dingen, das war ja auch ein, sag mal schnell, so ein Verteidiger, der flanken kann auch ganz gut. Was hat er denn hier alles? Ballkontrolle 14, Dribbling 13. Also ich glaube, so 15 ist so eine magische Grenze hier. Ausdauer, Kraft, Laufleistung, Strafraumbeherrschung. Wollen wir mal weiter gucken? Dann hatte ich mich um den hier noch bemüht. Auf zentraler Verteidiger 79er von Werder Bremen hatte ich den als R-Angebot. Was ist dann der Wert überhaupt? Steht hier nicht, doch der Wert 333.000. Naja, 79 ist natürlich gar nichts. Ne? Was hat denn der für ein Alter? Alter 23. Starker rechter Fuß. Der würde mich nicht wirklich weiterbringen. Deswegen Mannschaft. Was sind denn das hier? Das Alter ist das. Wo stehen denn da irgendwelche Bewertungen oder sowas? Dass das hier die Kondition ist, das wissen wir. Da ist irgendwas mit. Reserve. Das ist manchmal gar nicht so einfach, Leute. Also, ich sag mal, ich würde ja gerne mal einen Spieler irgendwie mehr erwerben. Aber irgendwie. Wie viel Spieltag ist das überhaupt? Was haben wir denn in der Tabelle? 28. Spieltage. Das bedeutet noch 6 Spieltage. Dann ist die Saison auch zu Ende. Nach unten hin haben wir wie viele Punkte? 6 Punkte. Also das wird aber enge, meine Herren. Wobei immer noch nicht geklärt ist, aber ich gehe mal davon aus, da hier die Linie, die zwei sind direkte Absteiger und die können sich halten. Also da sieht es natürlich dann auch nicht mehr so ganz so gut aus. Wobei Werder Bremen jetzt, glaube ich, auch am Kommen ist. Das hatten ja wohl die letzten Ergebnisse gezeigt. Die haben nämlich 2 Spiele hintereinander gewonnen und Ingolstadt hat 2 Spiele hintereinander verloren. Also von daher, wobei mir das echt Sorgen macht, dass ich in dem Moment, hier steht 3 Spiele hintereinander verloren. Aber da stimmt auch was nicht. Wenn ich mich an die an den Spielplan zurückdenke, wobei das eine Spiel hier, ach hier, das war hier.
Pokalwettbewerb. Da haben wir verloren gegen Leverkusen. Gut, dann habe ich mich in der Beziehung geirrt. Dann haben wir nur 3 Spiele hintereinander verloren, aber mit dem Pokalspiel sind es halt 4 und das ist halt verdammt scheiße. So, dann gucken wir mal noch. Montag haben wir noch diesen Hannover gegen Werder Bremen. Gucken, wie das noch ausgeht. Warum ich das Spiel eigentlich noch nicht gemacht habe, weiß ich nicht. Und mal gucken, wie das ausgeht. Werder Bremen nochmal unentschieden gespielt gegen Hannover. Dann könnten wir uns eigentlich auch nochmal. Na, erst gehen wir einen Tag weiter. Jawohl. Ja, die Fans vom 1. FC Köln waren nach der 0:3 Niederlage ihres Teams gegen Auswahl enttäuscht. Gut, das kann ich natürlich völlig verstehen. Aber das steht ja jetzt jedes Mal da und mal gucken, vielleicht können wir da zwar enttäuscht sein, aber grundsätzlich haben wir da vielleicht nicht unbedingt den Abstieg oder irgendwas. Ich sage mal, nach oben hin ist eh nichts mehr zu machen. Wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht absteigen, beziehungsweise dass wir da keine Scheiße bauen. So, jetzt haben wir Werder Bremen uns nochmal angeguckt. Okay, die haben unentschieden jetzt nochmal gespielt. Gegen wen hatten die jetzt nochmal gespielt? Gegen Hannover war das, glaube ich. Gut, dass sie Hannover einen Punkt abgenommen haben, das passt mir natürlich hundertprozentig in den Kram. Mal gucken, Mittwoch. So, jetzt werde ich mal wieder was gefragt. Ein Sportjournalist ist im Vorfeld ihrer nächsten Begegnung auf sie zugekommen. Vor der wichtigen Partie gegen ihren Erzrivalen halten sich hartnäckig die Gerüchte, sie hätten vor, auf Yuko Osako zu verzichten. Ist da was dran? Naja, gut, der Osako. Ich weiß nicht, wo dieser Gerede herkommt. Ist einer unserer Schlüsselspieler und natürlich wird er spielen. Ja gut, das ist absoluter Quatsch, das weiß ich da jetzt noch nicht. Ich habe mich noch gar nicht für eine Aufstellung entschieden. Also lasse ich mir auch nicht sagen, ich würde irgendjemanden fallen lassen. Ich spreche im Vorfeld eines Spiels nicht über meine Mannschaft. Wird nicht spielen, aber darüber möchte ich nicht weiter diskutieren. Wird wahrscheinlich nicht auflaufen. Das ist natürlich. Ich würde sagen, ich spreche im Vorfeld eines Spiels nicht über meine Mannschaft. Antworten. Ja, das steht immer noch da. So, wollen wir mal gucken. Mittwoch. Ach, du Scheiße. Achso, er fiebern entgegen, okay. Oh, weiter gucken. So, Mittwoch. Es ist ein Mittwochspiel, da spielen alle, hä? Gucken. 3, 6, 9. Ja, tatsächlich. Das ist ein Mittwochspiel. Da habe ich jetzt gar nicht aufgepasst. Mittwochspiel in der Bundesliga. Also Mittwochspieltag, wo komplett alle spielen. Und das um 15 Uhr, was ist denn das für ein Tag? Naja gut, ist egal. Werder Bremen spielt gegen Hoffenheim. Das könnte uns natürlich auch zugutekommen, wenn Werder Bremen. Ingolstadt gegen Wolfsburg. Ja, Ingolstadt, Audi, Wolfsburg, VW. Die spielen gegeneinander. Na toll. Aber ganz klar, Wolfsburg, die werden das Ding schon schaukeln. Hannover gegen Hertha. Bayern München gegen Stuttgart. Gladbach gegen Mainz. Dortmund gegen Hamburg, Frankfurt gegen Augsburg, Darmstadt gegen Schalke und wir gegen die Leverkusener, wobei ich da unbedingt gewinnen muss. So, was haben wir hier? Schlüsselspieler. Modest wird diesmal Schlüsselspieler. Achso, der Hector ist eigentlich ganz oben, dann der, ja gut. Für mich ist Modest im Moment ein bisschen am Schwächeln. Der hat in letzter Zeit keine vernünftigen Tore gemacht. Oder ich glaube doch beim letzten Mal ein Tor gemacht, hat uns aber im Grunde genommen auch nichts gebracht. Gut, wollen wir mal weiter gucken. Wie spielen wir jetzt? Der Gerhard muss raus. Wen hätten wir denn da noch anzubieten? Defensives Mittelfeld. Osako könnte auch offensives Mittelfeld. Offensives Mittelfeld, das wäre da, wo der Herr Risse spielt.
soll denn das jetzt? Habe ich wieder was entdeckt hier, wenn du hier draufklickst mit den zwei Pfeilen und naja gut. Seit wann steht denn beim Osako offensives Mittelfeld? Und da ist trotzdem grün, ne? Hosinger ist 86 und der Osako ist auch 86. Wo weiß denn der, dass ich den auswechseln will? Der kommt auf jeden Fall auf die Bank. So, wollen wir weiter gucken, weil der Horn ist klar, der ist gesetzt. Maro und Maja. Haben wir denn noch? Der hat Dr. Heinz, haben wir noch. Der hat 100%. Dann würde ich sagen, dann lassen wir den gegen den hier eintauschen. Der Risse, der hat 98, der kann spielen. Jolic, da kommt der Lehmann für rein. Lehmann, defensives Mittelfeld, jawohl. Jolic, der hat nämlich nur noch 90 gehabt und da haben wir doch den Vogt. Vogt, Bittencourt. Nee, der kann nicht dafür spielen. Wen haben wir denn dann noch im Mittelfeld? Im defensiven Mittelfeld, der Svendo noch eventuell. Svendo. Den Gerhard müssen wir eigentlich müssen wir den Gerhard noch auswechseln. Mittelfeld Jolic, den hat man schon. Und wen haben wir sonst noch hier? Haben wir hier noch offensiven Mittelfeld Cueto. Mittelfeld Jolic, Cueto. Gegen den Jolic. Tauschen wir. Cueto, tauschen wir aus. Offensives Mittelfeld. Verstehe ich nicht. Verteidigung, defensives Mittelfeld. Wen hätten wir denn noch als defensives Mittelfeld? Das ist, der Gerhard muss raus, der hat nur 94. Wäre jetzt fatal, wenn wir da irgendeine Scheiße bauen und defensives Mittelfeld. Vogt ist aber auch raus. Müssen wir so spielen erstmal. War denn hier noch ein defensives Mittelfeld? Nee. Ja, ich merke, dass ich so langsam mit meinen Auswechselspielern und sowas, da muss ich unbedingt was machen. Der Maro müsste eigentlich noch raus. Haben wir denn wenigstens noch einen Verteidiger? Eine Verteidigung der Sörensen. Gegen den Maro. Okay. Ist egal. Wollen wir mal gucken, ob das was gibt. Also ich bin eher der Meinung, wir kriegen ganz böse einen auf die Hose, aber ich möchte eigentlich gewinnen. Ich bin eigentlich fest entschlossen, auch zu gewinnen. Partie austragen. Na, wollen wir mal gucken, ob das jetzt was gibt gegen den. Also wir spielen ja zu Hause, bei uns im Rhein-Energie-Stadion. Also müsste man das eigentlich auch gewinnen. Also alleine schon für die Zuschauer, ne? Und dann auch noch so ein Derby hier. Okay, dann wollen wir einfach mal anfangen. Ach, guck mal da. Der Ton ist auch schon wieder drin, verdammte Scheiße. Machen wir den Ton mal aus, das ist gut, dass das noch zwischendurch geht. Na gut, dass bis jetzt eigentlich Schüsse aufs Tor haben wir mehr, Eckbälle haben wir mehr. Und jetzt haben wir wohl Modest. Hosinger! Wow! Na, das war doch mal ein tolles Ding. Hosinger und der Modest hat den Freistoß geschossen. Seit wann schießt der denn Freistöße? Mein Gott, ey, das hätte aber noch was geben können. Halbzeit. Also ganz ehrlich, ne? Normalerweise müsste es. Hosinger hat ein Tor geschossen. Das hat natürlich unheimlich was gebracht. Ich würde sagen, wir spielen erstmal so weiter.
Weil man soll eigentlich so eine Mannschaft nicht auseinanderreißen, wenn sie gerade so auch den Spielfluss haben. Sie müssen halt dranbleiben und vielleicht noch eins nachlegen. Dann können wir vielleicht auch reagieren. So, wo geht es denn hier überhaupt weiter? Zurück zum Spiel. So, zweite Halbzeit. Start. Ja, Leverkusen fängt an. Ja gut, da haben sie schon den Anschlusstreffer. Verdammte Scheiße. Das darf eigentlich nicht passieren, sowas. Ach, und jetzt kommen sie. Schaffen denn unsere vielleicht noch... Gut, dann müssen wir ganz schnell... Kurze Zusammenfassung, aber für die Zusammenfassung, gesamtes Spiel. Wo kann ich denn jetzt was... Wie war denn das nochmal? Ausstellung. Ich möchte auswechseln oder geht das erst hier? Ey, das gibt's doch gar nicht. Warum weiß ich denn das nicht mehr? Taktik. Ach hier. Taktik. Ja, wen bringen wir jetzt? Bringen wir jetzt den Osako für den Hosinger? Der Hosinger hat ja eigentlich... alles gemacht, was ging, ne? Der Vogt, was fahren mit dem Vogt nochmal? Verteidigung, defensives Mittelfeld. Den müssen wir auch mal kurz jetzt reinbringen. Gerhard, der Bittencourt für den Risse vielleicht noch. So, dann machen wir das so. Da muss der Risse jetzt auch mal. Der Risse hat überhaupt nicht, von dem hat man überhaupt nichts gesehen. Und ich hoffe, dass das jetzt besser wird. Kommt, Leute. Ich sehe schon wieder. Warum geht die Kugel nicht da rein? Oh mein Gott, der jetzt hätten wir. Komm, bloß eine Chance noch für uns. Komm, wir, nicht für die anderen. 11 Meter auch noch. Mein Gott, ey, ich kriege hier 3:1 eine Schlappe, ey. Und guck dir das an. Ich habe, siehst du? 4:1 gegen Leverkusen. Ich darf mich gar nicht mehr draußen sehen lassen. Wie kann denn sowas passieren? Was sind das hier überhaupt? Ach, der hat 2 Tore gemacht bestimmt. Verdammte Scheiße. So, dann wollen wir mal auf die anderen. Scheiße. So, dann wollen wir uns auf die anderen Ergebnisse mal drauf schauen. Werder Bremen verliert gegen Hoffenheim 1:4. Ingolstadt verliert gegen Wolfsburg 1:2. Hannover verliert gegen Hertha 0:4. Bayern gewinnt 4:0 gegen Stuttgart. Gladbach gewinnt gegen Mainz 2:1. Borussia Dortmund spielt gegen Hamburg 0:0. Eintracht Frankfurt spielt gegen Augsburg 0:0. Darmstadt verliert zu Hause gegen Schalke 2:1. Und wir verlieren zu Hause 1:4. Das ist ein richtig scheiß Spiel gewesen. Wollen wir mal gucken, was da noch an Nachrichten. Bayer hat die jüngste Begegnung mit den ersten Zügen gewonnen. Beim Verlassen des Platzes machten die Fans ihren Unzufrieden mit Alf Luft. Ja, ist klar. Gut. Tabelle. Sind wir einen runtergerutscht. Jetzt haben wir unsere 4 Spiele auch hintereinander verloren. Jetzt wird es verdammt enge. Jetzt wird es eng. 29. Spieltag, warte mal gucken. Punkte, haben wir 31. Naja, gut, ein bisschen, aber normalerweise, das heißt immer 40 Punkte. Aber das wird eine enge Sache. Bayern München ganz klar Tabellenführer, wobei die Wolfsburger sehr lange in der Tabellenspitze waren. Dortmund dahinter, aber den Bayern wird das keiner mehr nehmen. Also. Und die Leverkusen, da sind auch wieder da auf dem 4. Platz, wenn ich mich nicht irre. Waren die vorher einen drunter? Gut, ja Leute, ich weiß nicht mehr, ich kriege auch keine vernünftigen Tipps mehr von euch irgendwie. Ihr seid gar nicht mehr so in Form, was ich noch machen könnte. Vielleicht mal eine andere Aufstellung probieren, aber das mitten in der Saison ist natürlich jetzt auch so eine Sache. Und jetzt noch einen Spieler holen, bringt natürlich auch nichts. Ich würde sagen, wir versuchen das gegen die etwas schwächeren Gegner dann wieder wettzumachen. Also so ein, zwei Spiele müssen wir schon noch gewinnen, damit wir nicht absteigen. Es sind jetzt noch 5 Spieltage oder sowas.
Das wird noch ein enges Ding für uns. Da bin ich überzeugt von. Also Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Zocker Manager 2. Thank you.